Jeder Sonntag hat so sein Motto. Motto des heutigen Sonntags ist, all eure Sorgen werft auf ihn. All eure Sorgen werft auf ihn. Spannend, wenn man so guckt, wie die Sorgen um sich greifen. Krieg ist da, Energiekrise, Zukunftsängste. Und es klingt eher nach dem, was Marx kritisiert hat mit die Kirche vertröstet die Leute. All eure Sorgen werft auf ihn. Es gibt eine schöne Geschichte von Gerhard Schön. Er sagt, er hat geträumt und er kam in die Hölle. Und die Hölle war ein großer Topf mit dem leckersten Essen, das es gab. Es lief einem das Wasser im Mund zusammen, wenn man das roch. Und rundherum saßen die Menschen und hatten großen Hunger. Aber sie hatten Löffel, die waren so groß, dass damit nicht an ihren Mund kommen konnten. Und deshalb mussten sie in Ewigkeit hungern. Und dann ging er einen Raum weiter und kam in den Himmel. Und im Himmel war ein riesig großer Kessel mit dem leckersten Essen, das man sich vorstellen konnte. Es roch schon und die Menschen saßen rundherum und hatten alle riesig große Löffel, mit denen sie sich gegenseitig fütterten. All eure Sorgen werft auf ihn. Der Predigttext dazu, als in dem Sinne Erklärung, ist vom Apostel Paulus, der sagt, einer trage des anderen Last, dann werdet ihr das Gebot Christi erfüllen. Das finde ich eine spannende und starke Erklärung. Das ist die Hoffnung, dass Christus mich trägt durch meine Krisen. Nicht damit liegt, dass ich mich auf irgendetwas Jenseitiges oder Unsichtbares verlasse, sondern darauf, dass es Liebe in der Welt gibt. Und zwar auch in mir. Dass ich Menschen so liebe, dass ich ihnen helfe und ihnen Gutes tue und deshalb darauf vertrauen kann, dass mir das auch passiert. Einer trage des anderen Last, die Hollies haben 1970 ein Lied gemacht über eine Geschichte. Da ist ein kleines Mädchen, das läuft die Straße entlang und hat auf dem Rücken einen schweren, dicken Jungen, der sich wehgetan hat. Und das Mädchen wird gefragt, aber ist der nicht schwer? Und sie sagt, der ist doch nicht schwer, der ist mein Bruder. He ain't heavy, he's my brother. Genau das ist es. Ich glaube, dass Jesus Christus in dieser Welt lebendig ist, weil es Liebe gibt. In mir und in uns. Und ich mich darauf verlassen kann, dass die Liebe, die ich weitergebe, auch zu mir zurückkommt. All eure Sorgen werft auf ihn.